morgen liebe traderinnen und trader heute der blick in wti in gold und das währungspaar us dollar kanadischer dollar also ein bisschen rohstoffe und ein bisschen äh, ja sag ich mal äh, rohstoff äh, verbundene währung hier mit dem kanderlere heute auf der uhr zum äh, mittwoch mitte der woche bergfest sozusagen das Ganze live in Besprechung und natürlich gerne auch immer wieder die Möglichkeit, den ein oder anderen Wunschmarkt zu analysieren. Dazu einfach rein hier entsprechend in die Chats auf Facebook und auch auf Zoom. Danke auch für die lieben Grüße, da sehe ich, dass was durchgeht. Das passt hervorragend. Also an dieser Stelle danke dafür auch für die Herzen. <laughs> Klasse. Auf Facebook. WTI, unglaublich. Diese Rallye, das gibt so viele, die das nicht für möglich gehalten hätten. Und wir auch bei Tickmill, was machen wir? Wir folgen einfach. Dem Markt den Charts und reiten das Teil so lange, wie es reitbar ist. Irgendwann wird es einen Ruck geben. Der letzte Trade tut immer weh. Ob <laughs> es jetzt schon soweit ist, ich habe keine Ahnung. Ein paar Kursziele auf der Oberseite haben wir immer noch in den längerfristigen Charts. Wir schauen gleich hin, was hier kommt. Auf alle Fälle, die Überschrift hinten zeigt WTI am nächsten Kursziel. Und dort oben gibt es natürlich immer wieder ein bisschen Korrektur. Potenzial schauen wir uns gleich näher an, denn diese Potenziale locken ja auch den einen oder anderen kurzfristigen Schwader, äh, sag ich mal, an den Desk und da schauen wir auf die Chancen für die Korrektur. Zuvor wie immer der Risikohinweis an dieser Stelle bitte ich in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen und da folgt noch ein Sendehinweis. Heute Nachmittag, 16 Uhr deutscher Zeit, 15 Uhr London Zeit, gibt es eine, eine, eine Besprechung, wie wir sie im letzten Jahr schon mal gehabt haben, eine, so eine Diskussion ähm, zum Thema, diesmal The Second Wave of Covid-19. Das Ganze schauen wir einfach mal an mit ein paar Analysten hier von Ticken, ein bisschen weltweit gestreut, gibt ein bisschen, sage ich mal, andere Einblicke, dass man auch mal, sage ich mal, andere Meinungen mithört. Wird sehr, sehr interessant, das Ganze, wie schon gesagt, um 16 Uhr deutscher Zeit. Ich gebe mal eben noch den Link in die Chats mit rein, dass man sich anmelden kann. Anmeldung wie immer ist kostenfrei möglich ohne Probleme. Heißt also an dieser Stelle, wer mag, einfach auf den Link klicken. So, jetzt geht das Ganze nochmal flott raus hier an Zoom und dran teilnehmen. Gerne. Wer mag, ich freue mich drauf. Und wer live dabei ist, hat natürlich auch dort die Chance, die ein oder andere Frage direkt in der Diskussion mit loszuwerden. Das zur Vorankündigung für heute Nachmittag und wir machen weiter mit den Nachrichten und hier sehen wir in China leichter Anstieg der Verbraucherpreise. Das sehen wir mittlerweile überall so ein bisschen, dass die Verbraucherpreise ansteigen. Wir sehen es in Deutschland auch hier an dieser Stelle ähm, 0,8 Prozent der Verbraucherpreisindex für den Monat Januar 0,5 waren es im Vorbericht. Also wir sehen auch dort ganz, ganz leichte Anstiege. Nichts Dramatisches, aber wenn es zumindest mal nachhaltig ansteigt, sieht man ja, dass die Preise langsam wieder auch Ansteigen und das ist ja auch genau das, wo auch die Zentralbanken hin wollen. Dort zumindest erstmal wieder eine gewisse Stabilität und ein gesundes Wachstum hinzubekommen. Natürlich nur bis zu einer bestimmten Größe. Aber das ist das Thema, was wir hier haben. Zum Thema Zinsen, zum Thema auch Notenbankpolitik gibt es ja diese Woche einige Reden. Heute zum Beispiel wieder zwei um wann war es? 14 Uhr, spricht EZB-Präsidentin Lagarde. Die hat ja in den vergangenen Tagen auch schon immer mal gesprochen. Und unter anderem auch ganz klar gemacht, dass die EZB deutlich die Probleme äh, der Covid-19-Story ähm, sieht äh, und dort auch weiterhin Spalier bei Stange steht. Ich bin gespannt, was Paul heute Abend sagt. Die Rede von ihm um 20 Uhr. Das sind schon gewichtige Themen, die man ja hat. Und man sieht auch, wie stark genau diese Themen auf die Märkte Einfluss nehmen werden. Und wir haben natürlich dann auch noch das, was die Biden-Administration auf der Uhr hat: 1,9 Billionen äh, ist das Paket schwer der Biden-Administration ob so durchkommt, wird fraglich sein. Da gibt es noch einige, die etwas dagegen haben. Sprich, die Republikaner sehen das Ganze zu hoch. Aber die gute Nachricht ist, es geht nicht mehr um einzelne Detailthemen, ob oder ob nicht, sondern es geht in den großen Dingen nur noch darum, die Größen zu bestimmen. Und das ist natürlich etwas, ähm, das ist leichter handelbar. Man rechnet so damit, dass man so irgendwo rauskommen wird, wahrscheinlich zwischen 1,2 und 1,3 ähm, Billionen US-Dollar an nächsten Programmhilfen. Wird noch ein paar Tage dauern, bis das kommt. Aber wenn man rechnet um die Mitte März dort mit der Verabschiedung dieses Pakets, die Märkte preisen sowas natürlich vorher immer ein. Das zum ja, Notenbankthema und danach die Rohelagerbestände, die gibt es heute. Wie immer um 16.30 Uhr. Und da muss ich nochmal ganz kurz einen Blick auf gestern äh, legen. Wir hatten ja die API-Rohöllagerbestände gestern. Äh, da hatten wir äh, von den Analysten, Analysten eine Erwartung von einem Zuwachs von 1,34 Millionen Barrel. Es war aber ein Rückgang von 3,5 Millionen. Das zum ja, Bericht von gestern. Und wir, wir machen jetzt weiter direkt auch mit dem Blick in Öl. Das heißt hier. Der Chart auf Vorhang auf für das Bühnenstück im WTI auf der Long-Seite. Ich mache den Bildschirm wie immer direkt auch gleich mal noch mit groß, damit jeder die Charts wie immer gut sehen kann. Und hier der Blick in das WTI. So, passt auf folgendes: Jetzt mache ich erst mal kurz weg, was wir hier für die kurzfristige Besprechung gerade noch nicht brauchen. Ich gehe aber kurz darauf ein, damit all diejenigen. In Anführungsstrichen, die es verpennt haben, hier diesen Trade zu machen, mal hinschauen, warum wir hier morgens reinschauen, warum es sinnvoll ist, dass man hier morgens zuschaut und man vielleicht irgendwann auch erkennt, Mann, da kann man ja doch einiges an Geld verdienen. Warum sage ich das? Ich hatte vor zwei Tagen war es gewesen, eine Besprechung mit einem Klienten von mir, der sagte, What? Das hast du gemacht. Wo hast du es denn gemacht? Ich habe gesagt, guck doch morgens bei Tickmill rein. Da bespreche ich solche Dinge. Also, wer hier noch nicht live dabei ist, schaut ruhig rein. Es macht tatsächlich Sinn. Und wenn wir mal sehen, was hier alles gelaufen ist, das ist mal der Wochenchart. Das ist einfach hervorragend, was hier abgeht. Und wie schon gesagt, wir hatten den Widerstand um die 53 Dollar, das Verharren hier drinnen, das kleine Dreieck, was ich hier gebildet hatte mit der abfallenden Oberseite und dann Bäm, oben raus. Kursziel als nächstes hatten wir hier angegeben, der Bereich um die 58 bis 59 US-Dollar. Das ist dieser Drehbereich, den wir hier drüben auch sehen. Das haben wir jetzt erreicht. Diese Kerze habe ich mal mit einem XL gekennzeichnet. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig zu sehen und wir haben auch nach oben hin noch weiteres Potenzial. Wir sehen es hier, das kleine Wochenhoch hier drüben um die 5960 und dann ist erst einmal viel, viel Platz oben rein bis 65 und das ist dann wirklich ein extrem wichtiger Bereich, wo es dann durchaus dazu kommen kann, dass es erstmal wieder einen deutlicheren Rücksetzer gibt. Der kann natürlich auch schon vorher kommen, aber wenn wir die Chartanalyse quasi fragen, dann ist das ja genau der Bereich, den wir hier an dieser Stelle sehen. Wo kommt das her? Das kommt daher, dass wir hier an dieser Stelle im ganz, ganz großen Bild, schaut euch mal das an, das ist das, also das ist wirklich das extrem hohe, große Bild, der ganz, ganz hohe Zeitrahmen ist das. Ne? Das heißt, das, was wir hier sehen. Das ist ein Abwärtstrend im Ölpreis und der ist jetzt natürlich in einer extrem tief laufenden Korrektur. Das sehen wir ja hier. Ne? Und was wir hier sehen, ist einfach der Wochentrend. Also das hier, der große Abwärtstrend, das ist eher das, was wir auf Monatsbasis sehen. Und hier sehen wir sehr, sehr schön den klassischen Trendverlauf auf der entsprechenden Wochenbasis. Und da sehen wir, dass wir doch sehr, sehr deutlich und stark nach oben laufen. Und da kommen wir halt irgendwann dann in Regionen rein, wo man sagt, okay, jetzt kann... Kann das Ganze kritisch werden? Dann wird es vielleicht für die Wirtschaft zu teuer. Da wird es eine Menge Gründe geben. Aber hier oben bei 65 wurde halt schon regelmäßig abverkauft. Und da muss man halt wirklich sagen, was kommt denn hier entsprechend raus? Und da kommen wir so langsam aber sicher hin. Und da wird es dann sehr, sehr spannend, möglicherweise mal einen stärkeren Rücksetzer auch mit äh, ins Programm reinzunehmen. Ansonsten nach oben hin geht es danach natürlich weiter. Nur wir müssen einfach schauen, wo es hingeht. Aber auch aus jetziger Sicht, wenn man einfach mal anschaut, wie stabil und stark der Markt hochläuft. Es gibt immer mal Korrekturen. Ne? Wir hatten das letzte auch hier besprochen. Schaut mal hier an dieser Stelle. Da sind wir an den Verkaufsbereich rangelaufen hier. Da gab es eine Korrektur. Sehr schön. Die haben wir abgesessen. Dann gab es den nächsten Schub nach oben. Da liefen wir in den Widerstand oben rein. Das ist jetzt ein Zerbrotbereich, Was haben wir gemacht? Hier die Korrektur besprochen, Ausbruchsszenario zur Oberseite. Die Kursziele wurden also immer sehr, sehr schön erreicht und jetzt sind wir halt am nächsten Bereich. Und auch an diesen Bereichen, das sind halt wichtige charttechnische Marker, ist es nicht ausgeschlossen, dass wir ein bisschen Korrektur bekommen. Gerade dann, wenn die Märkte wirklich so stark und weit an dieser Stelle gelaufen sind. Und damit gehen wir mal noch in die kleinere Zeiteinheit rein. Das heißt, hier an dieser Stelle schauen wir jetzt mal nicht in den Tageschart rein, weil im Tageschart sehen wir nicht das, was wir sehen müssen sondern wir gehen einfach mal ganz knapp und äh, ja, sage ich mal schnell in die kleinere Zeiteinheit rein, an dieser Stelle in den Stundenchart. Ne? Also der Tag, der zeigt uns nichts. Der Tag zeigt uns dasselbe wie die Woche, einfach das Dreieck hier und dann... Ab nach oben, das war es gewesen. Mehr ist da nicht zu sehen. Viel, viel wichtiger ist das, was wir in der untergeordneten Zeiteinheit sehen. Denn wenn wir die Schwäche sehen wollen, die eventuelle Umkehrsituation, dann müssen wir uns halt auf den Trend setzen, der hier im Öl gerade vorhanden ist. Und da sehen wir halt ganz klar, dass der Markt sich hier schön nach oben schlängelt. Ich mache mal kurz das. Markttechnik-Paket hier rein, heißt also an dieser Stelle das MTO in Live, damit wir hier mal kurz die Chart-Analyse mit über die Trends machen können. Das zeige ich gerne immer wieder, wie das Ganze funktioniert an dieser Stelle. Hier kann man sich ein bisschen helfen lassen vom Programm, äh, sozusagen hier. An dieser Stelle die Trends einzuzeichnen und hier sehen wir mal der größere Zeitrahmen ganz klar aufwärts gerichtet und das, was wir jetzt hier nach oben laufen sehen, ist der letzte Bewegungsarm im Aufwärtstrend und das Ganze mal kurz angeschaut im Lower Time Frame, da sehen wir halt ganz klar hier schön die abwechselnden Bewegungen und Korrekturen und was wir hier halt sehen, sehr, sehr deutlich auch ist, dass wir hier einen Schub nach unten hatten, hier den nächsten Schub nach oben, der hat ein tieferes Hoch gemacht und jetzt haben wir hier wieder genau so einen Spannungsbereich wie das, was ich immer auch sage und man muss hier einfach ein bisschen hinschauen, wie es wird, denn genau diese Konstellationen, wenn wir sehen, so ein Trend wird ein bisschen müder. Dann haben wir die Situation ganz klar und deutlich häufig, dass man diese müde äh, Sache ein bisschen in dem Verlauf erkennt. Und zwar, wenn wir uns das mal anschauen, man schaut mal hier, hat sich der Trend so ein bisschen schön nach oben geschlängelt. Hier oben rein, dann nochmal eine Mini-Korrektur, dann der Schub. So, und dann sind wir hier in dem ersten Schritt deutlich nach unten drunter gerutscht und... Jetzt kommt es, passt auf. Jetzt sind wir hier in einen Bereich reingelaufen, der Support war. Hier, dieser Drehbereich, den wir hatten, da hat es eine ganze Weile gedauert, bis der Markt sich nach oben entschieden hat. Nach unten ging es aber nie runter. Das ist der Kaufbereich. Da sind wir erstmal reingelaufen und sozusagen abgeprallt und nach oben gegangen. Und jetzt wird es halt extrem interessant, wie es weitergeht. Denn was wir hier sehen können ist entweder das hier, dass sich wieder ein kleiner Aufwärtstrend bildet und wir dann direkt nach oben laufen, das wäre ein sehr 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 bullisches Zeichen. Das ist das erste, was passieren kann. Das zweite allerdings sieht ein bisschen anders das Szenario aus und zwar ist das das Szenario, dass wir hier das bekommen, eine kleine sage ich mal nochmal aufbäumen und dann nach unten zu rutschen, dass wir sozusagen hier tatsächlich ein tieferes Hoch machen und wir dann nach unten streben und diesen Tiefpunkt hier unten rausnehmen. Dann haben wir nämlich auch hier in der Stunde einen validen Abwärtstrend im größeren Rahmen und der würde dann so ein bisschen für das Thema Korrektur Ausweitung in die Chartunterseite gehen. Und wenn man sich damit mal befasst, wo hier sinnvolle Anlaufmarker sind, natürlich zum einen der etwas größere Ausbruchsbereich, das wäre dieses Level hier. Habe ich es mal an den Punkt rangenommen: 5627. Und dann können wir uns hier schön an die Korrekturtiefs heften. Das hätten wir einmal hier bei 5526 und schaut mal, das ist auch wieder sehr, sehr schön. Der Ausbruch hier aus dieser Konstellation, wie wir es hier drüben hatten. Schaut mal hier leichter Deckel oben drauf. Von unten ein ansteigendes Dreieck sozusagen, eine sehr, sehr schöne bullische Konstellation. Da sind wir genau aufgesetzt und raufgedreht und sollten wir doch eine deutlich tiefere Korrektur bekommen. Dann haben wir hier halt noch um die 54 53, beziehungsweise ein kleines Stückchen tiefer noch um das Level von 5388 noch ein paar Anlaufpunkte vor diesem größeren Saprot hier um den starken Drehbereich bei 53. Hier im Öl, WTI, das Kürzel XTI an dieser Stelle. Hätten wir damit drüber gesprochen. Wir machen weiter. Ähm, bleiben mal kurz äh, noch ein bisschen Hauch beim Öl und zwar Petrowährung. Und zwar US-Dollar, kanadischer Dollar heute Morgen. Interessant von der Verortung her, äh, wo wir stehen. Tagesbasis ist ganz aktuell. Ich mache es mal groß, dass man es schön sehen kann. Schaut mal hier, der Abwärtstrend, der blaue hier, da sind wir ja kurz drüber gelupft oben, haben diesen blau markierten Trend nach unten kurz rausgenommen. Jetzt laufen wir schon wieder unten drunter durch. Und das wird jetzt tatsächlich sehr, sehr interessant, was hier passiert. Denn wenn man es mal in diesem Chart auch äh, sich genauer anschaut, wir sind gerade. An einem hochinteressanten Bereich in diesem Chart drinnen und zwar äh, bezogen auf diesen Aufwärtstrend, den wir hier haben. Ne? Das heißt, wenn wir das mal ganz kurz rüberziehen wollen, schaut mal hier, das war quasi untergeordnet der korrektive Aufwärtstrend. Kurzen Augenblick, ich nehme mir mal kurz hier diese Linie, alles klar, und äh, führe die mal fort. So. Das ist jetzt nämlich der interessante Drehbereich. Hier gab es eine Gegenbewegung und dann entsprechend den Aufwärtsschub und die Trendbildung. Heißt also hier in die Korrektur rein und dann schön oben raus. Und das, was wir jetzt untergeordnet sehen, ist schon wieder. Ein Gegentrend hier, das hier schwingt nach unten. Und das schauen wir uns mal gerade äh, in dem 4-Stunden-Chart an. Und da wird man nämlich sehr, sehr gut erkennen, warum das Level hier so wichtig ist. Schaut mal, wir sind hier aus diesem letzten Drehbereich nach unten durchgegangen, haben hier definitiv einen Abwärtstrend gezogen. Und jetzt stehen wir hier an diesem alten Trend-Tief. So, und dieses Trend-Tief zusammen mit diesem Abwärtstrend hier, wenn das jetzt durch diesen Abwärtstrend rausgenommen wird. Dann haben wir das Potenzial zur Unterseite. Zunächst erstmal hier unten. Test um die Marke von 1,2590 und danach geht es deutlich tiefer in den Keller runter. Da müssen wir zurück in den Tageschart, denn im 4-Stunden-Chart sehen wir es gar nicht mehr, was dann hier kommt. Da müssen wir sogar in die Woche gehen, dass wir was kommen. Das heißt, wenn wir hier unter dieses Tief unten drunter durchlaufen, also hier äh, unter die äh, 1,2590, dann haben wir den nächsten Anlaufbereich hier. Aus der Woche unten, aus diesem Aufwärtstrend, den wir hier zur Oberseite gehabt haben, ähm, das Level um die 1,25 knapp 23, 24 und dann ist extrem viel Luft bis zum nächsten Haltelevel ganz grob. 1,22,50. Da ist sehr, sehr viel Luft nach unten da. Kann man gut und gerne auf der Uhr haben, wenn der Markt sich hier tatsächlich dazu entscheidet, das Ganze nach unten entsprechend zu reiten. Und hier sehen wir auch halt einfach mal wieder, wenn der Dollar schwächelt und der Cann-Dollar stärker wird, dann schiebt es das Ganze hier nach unten. Und das ist genau das, was wir momentan auch sehen. Wir sehen momentan ganz klar einen schwächeren US-Dollar. Das sehen wir hier. Ich gehe da gerne nochmal auf Finwitz drauf. Das sehen wir sehr, sehr schön, äh, wenn wir uns den US-Dollar US-Dollar einfach mal anschauen hier äh, in den Futures. Da sehen wir ganz klassisch US-Dollar hier, der läuft momentan in die Korrektur entsprechend rein. Wir sehen es hier unten, da ist das Korrektur tief um die 90. Da geht er momentan ziemlich stark unten rauf. Und das ist halt die Schwäche, die wir hier sehen. Und wenn wir uns den Kan-Dollar anschauen, sehen wir genau das andere Bild. Wir laufen hier nach oben, Richtung der Hochs oben rein, Richtung 79,50. Und das ist die Stärke. Und dann haben wir einen schwachen Dollar, einen starken äh, Fund. Äh, einen starken Kann-Dollar und das schiebt natürlich dann die Kurse hier so weit an, dass der Dollar bzw. der Kann-Dollar deutlich an Stärke gewinnt und die Waage geht halt hier in der Preisrichtung nach unten. Und hier sehen es hier, was wir machen. Wir verkaufen dieses Level gerade ab und das zeigt uns, dass der Raum nach unten durchaus deutlich vorhanden ist. Ich würde mal sagen, wenigstens erstmal hier unten rein bis 1,25,90. Das der Blick in den Kann-Dollar und damit gehen wir zum Gold. Haben wir hier Gold in der Woche mal ganz kurz und hier sehen wir ganz klar wieder die Korrelation zum US-Dollar. Ne? Starker US-Dollar, starker Abverkauf, schwacher US-Dollar, dann steigen die Preise schon wieder nach oben an. Ich sage an dieser Stelle auch im großen Gesamtbild hat sich im Gold nichts geändert. Ja, also jetzt weder äh, ist es bullischer geworden, noch ist es bärischer geworden dieses gesamte Bild. Es ist halt einfach nur ja. Dieses Hin und Herschwingen. Aber diese Volatilität ist natürlich der Reiz für das kurzfristige Trading. Und das ist das, was wir hier entsprechend auch sehen. Wenn wir uns diesen Chart mal anschauen, wir sind hier jetzt gerade über einen sehr, sehr interessanten Bereich drüber gelaufen. Oder wir laufen über einen sehr, sehr äh, wichtigen Bereich drüber. Nämlich hier dieses Level um die 1840 bis 1842. Dieser Schwungbereich hier. Ne? Da sind wir schon häufig drum gedreht. Erst war es Widerstand, jetzt wird es wieder zur Unterstützung. Das sehen wir hier äh, die letzten Stunden schön reingelaufen und schön oben drüber auch geblieben. Das wäre sehr oder ist sehr, sehr interessant zu sehen an dieser Stelle. Und was jetzt halt an diesem Punkt entsprechend wichtig ist, ist einfach die Tatsache, dass wir hier eine Fortsetzung des Aufwärtstrends erwarten können. Das heißt, wenn wir diesen Aufwärtstrend nach oben hin fortsetzen, haben wir durchaus weiteres Potenzial zur Oberseite. Zunächst erst einmal ganz klar hier oben auch rein in diesem Verkaufsbereich, grob das Level 1870. Das sind sehr, sehr schöne Marker. Notwendig dazu allerdings, dass wir hier den Aufwärtstrend fortsetzen. Das heißt, wir müssen hier über die Hochs um die 148, äh, um die 1848 drüber gehen. Dann nehmen wir auch diesen. Verkaufsbereich hier drüben raus. Schaut mal hier, das war der Verkaufsbereich hier an dieser Stelle und da ist der Weg nach oben dann natürlich frei. Luft ist da. Wir haben hier untergeordnet natürlich auch dadurch, dass wir hier ein bisschen was Trendiges sehen, nach unten hin ein paar schöne Anlaufpunkte zur Oberseite rein, äh, wo wir Marker sehen können. Also hier an diesen Stellen, ich skizziere es mal ganz kurz an hier. Also hier das Ausbruchslevel grob um die 1857 und dann die, die diese, diese kleinen Spike-Highs, Swing Highs, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Das sind natürlich immer wieder Marken, die hier interessant sind. Grob die Drehbereiche hier um die 1864, 1867, 1869 rum. Da kann einiges an Musik kommen. Wie schon gesagt, das hinter der Voraussetzung, dass der Dollar weiter schwächelt. Und dann könnte hier Druck nach oben raufkommen, aber das wird am Gesamtbild so schnell nichts ändern. Das Gesamtbild ändert sich tatsächlich erst, wenn wir hier oben drüber laufen. Das heißt deutlich hier über die Zwischenhochs bei 1870 drüber laufen, dann könnten wir eine Chance haben, hier nach oben zu laufen. Aber das riesengroße Bild wird sich erst dann ändern, wenn wir tatsächlich hier über 1960 drüber laufen. Und da muss man erst mal schauen, ob es überhaupt so weit kommen wird, das Ganze hier. Silber übrigens ebenfalls wieder nach oben unterwegs, Ein bisschen die Richtung, wie sie auch das Gold entsprechend vorgibt. Sehen wir hier im Chart. Wir sind von unten deutlich runtergekommen. Gestern einen massiven Schwächetag. Mal schauen, wie es hier weitergeht. Wir wissen ja, was im Silber passiert ist. Die Richtung ist ähnlich wie beim Gold momentan, aber sobald es hier Schwäche gibt, also einen stärkeren US-Dollar beispielsweise, würde es mich nicht wundern, wenn es hier den nächsten Rutsch nach unten geht. Also das Ganze hier äh, sozusagen mit Blick auf den Silber- und Goldpreis. Und damit kommen wir mal zu den Wunschmärkten. Äh, und da sehen wir einiges heute Morgen drin auf Facebook. Freut mich, das Cable soll geschaut werden. Euro-Türkische Lira, wichtiger Widerstand, mögliche Umkehr Na klar, das Ganze hier, das sehen wir gleich mit Blick in die Märkte. Das heißt zunächst erstmal ähm, die Marktübersicht aufmachen und dann das Währungspaar Euro-Türkische Lira. Hier haben wir dich. Einmal bitte den Chart auf und los geht's mit der Chartanalyse anschnallen. Hier ist immer viel Bewegung drin äh, im äh, Türkischen Lira. Hohe Schwankungsbreiten an dieser Stelle auch, das heißt hier haben wir Oft die Situation, dass der Markt sehr, sehr, sehr ähm, mit Momentum läuft. Aber der Tageschart zeigt uns halt, wie weit der Markt nach unten gekommen ist und dass wir hier lediglich eine Korrektur hatten. Ich erinnere nochmal dran, wir hatten im türkischen Lira in dieser Situation hier unten gesprochen. Das Bild ist ähnlich wie im US-Dollar. Wir hatten massiv den Druck von oben hier zur Seite runter. Das heißt, hier sehen wir stark den Abverkauf an dieser Stelle. Heißt hier deutlich nach unten und das Ganze hat dann gebrochen, hier den Abwärtstrend entsprechend fortgesetzt. Und wir sind jetzt hier in einem recht interessanten Bereich. Hier diese Marke, die wir hier drin haben, das ist so ein kleiner Supportbereich, dieses Tief, was wir dort haben. So mal grob um das Level hier unten von, was haben wir da liegen? ähm, naja, ich sag mal so grob die 8,43, nein, die 8,45, äh, 30, 35 in etwa. Ähm, und das ist jetzt interessant zu sehen, denn was wir auch sehen ist, der Markt hält sich momentan so ein bisschen an die Zwischentiefs der Aufschwünge. Das heißt an dieser Stelle, Moment, ich muss das mal ganz kurz grün machen, dass wir hier so ein bisschen im Kontext zumindest bleiben. Äh, was interessant ist als nächstes, ist die Tatsache hier, nächstes Swing Low haben wir hier unten. Und dann das nächstgrößere größere Ausbruchslevel um die 8, ne, um die 7,84,6 in etwa. Ne? Hier sehr, sehr schön auch zu sehen. Da war der Markt sehr, sehr bullish hier. Da haben wir. Ein ansteigendes Dreieck gehabt aus der Aufwärtsphase raus. Sehr, sehr schön zu sehen. Inzwischen haben wir den Gegentrend da, der korrigiert momentan und das ist das Schöne. Wir haben hier ein sehr, sehr interessantes Kursmuster äh, von der Seite her. Schaut euch einfach mal an, was hier passiert. Wir korrigieren hier in einem, sag ich mal, leichten Kanal momentan eher eine, eine, eine Flagge, eine bärische Flagge, ähm, weil es noch relativ kurz ist und je schneller wir nach unten ausbrechen, je größer ist die, die, diese Dynamik, Potenzial ist erst einmal locker da oben rein, bis in dieses Ausbruchslevel, was wir hier oben drinnen haben, also in diesem ehemaligen ähm, Support, wo es dann zum Widerstand geworden ist, jetzt durch den Bruch nach unten um die Marke von ca. 8,88, 8,90 hier oben in diesem Drehbereich. Das Potenzial ist natürlich auch da, weil wir sehen es ja, in der Währung gibt es häufig auch das Aufwärtspotenzial, aber wer die Unterseite sich anschaut, sobald wir hier unten das Verkaufssignal mit dem Ausbruch durch die Unterseite dieser korrektiven äh, Formation haben, sieht der Weg eh. Eher nach unten frei, spätestens dann, wenn es hier zur Trendfortsetzung kommt, also unter 8,45 ist der Weg erstmal offen in Richtung 809. Die Frage damit hoffentlich beantwortet: klasse! Also hier geht es deutlich runter unter diesen Rutsch und dann haben wir die Potenziale auf der Chartunterseite. Wir machen weiter bei den Währungen und zwar britisches Pfund US-Dollar. Das an dieser Stelle. Ich klicke in Zoom noch äh, die Info. NOC ist interessant. Bitte noch den Rest dazu. <laughs> Weil wir haben, ja, wir haben ja ein paar Währungen, die so ein bisschen mit dem NOC äh, auch zusammenarbeiten. Ich nehme mal an, äh, man schaut ja auf den US-Dollar. Aber. Bitte kurz noch dazu schreiben, was gewünscht ist, und dann gehe ich gerne drauf ein zuvor. Der Blick ins Cable, britisches Pfund US-Dollar sozusagen, schauen wir uns direkt auch an. Das haben wir ja immer wieder auf der Uhr massive Stärke momentan. Erst hier der Versuch des Ausbruchs aus dem Keil. Jetzt läuft der Markt wieder wie Bolle nach oben. Wir sind also quasi drauf und dran, die höheren Kursziele anzulaufen. Das heißt, ich gehe mal ganz kurz in die Woche rein. Ich hatte es schon besprochen. Der nächste Drehbereich haben wir erst hier oben bei. Um die 1,39,70. Bis dahin ist viel, viel Luft zur Oberseite hin. Die Dynamik läuft weit nach oben. Hier hängt alles so ein bisschen damit zusammen, wie sich der US-Dollar weiterentwickelt. Fallen wir auch unter das Zwischentrendtief vom US-Dollar durch, dann würde ich sagen, laufen wir und gerne weiter nach oben, wenn sich an den gesamten anderen Parametern nichts ändert, weil der Dollar halt wieder massiv schwächer wird. Das wird sich so ein bisschen zeigen ähm, an dieser Stelle, aber im kurzfristigen Bild und Holger, ich weiß, dass du das Ganze kurzfristig immer siehst. Schauen wir uns mal den Trendverlauf an. Wir sind hier in der weite Bewegung mittlerweile reingelaufen und dadurch, dass jetzt hier nichts ist, würde es mich nicht wundern, wenn wir auch mal ein bisschen Korrektur sehen. Das heißt, an dieser Stelle schauen wir mal in den kleineren Trendverlauf rein und schauen uns mal den letzten Move nach oben hin an, also der große Ausbruch sozusagen, der hier gekommen ist. Oben raus sehen wir schön, wie der Markt hier hochtrendet und wie der, sag ich mal, Trendarm langsam länger, älter und momentan auch so ein bisschen schwächer wird und wenn sich diese Schwäche äh, natürlich umkehrt, beziehungsweise wenn diese Schwäche dazu führt, dass der Trend gebrochen wird, dann sieht es natürlich so aus, dass man erstmal ein bisschen die Unterseite beleuchten kann, heißt also mal ein paar Trade-Szenarien für die Unterseite machen und aus jetziger Sicht kann man dazu sagen, dass wir uns wieder an den Zwischentiefs orientieren können, das heißt, momentan ist der Aufwärts- der Bewegungsarm weiterhin intakt, das ist ganz klar, das ist ganz leicht ersichtlich, aber man braucht halt dann entsprechend äh, die Korrektur und sollten wir hier unter das Zwischentief um die 1,38,10 fallen, dann kriegen wir den Korrekturmodus aus jetziger Sicht und da sehen wir halt die Zwischentiefs erstmal da um die 1,38 äh, und dann hier unten den größeren Ausbruchsbereich, hier das Drehlevel um die 1,37,90 äh, und dann können wir uns schon ein bisschen weiter hier unten orientieren um die 1,37,60 rum. Das sind mal ein paar Anlaufpunkte, die wir hier auf der Chartunterseite haben. Wie schon gesagt, momentan. Momentan ist es noch nicht so weit. Momentan setzt sich dieser Trend einfach noch fort. Aber man sieht äh, ganz einfach, er wird ein bisschen anders, als das hier der Vorlauf gewesen ist. Und deswegen muss man das mal genau beobachten. Also, liebe Holger, der Weg nach oben ist frei. Aber wenn die Korrektur kommt, kurzfristig, einfach, wenn du hier in diese Richtung kurz im Intraday-Bereich was machen magst, hier. Die Zwischentiefs, die wären da wichtig. Pass auf, du arbeitest dagegen den starken Trend, äh, aber die Korrektur ist einfach da und deswegen kann man diese Punkte durchaus hier fürs kurzfristige Trading auch mit reinnehmen. So, dann schauen wir auf Kandor japanischen Yen. Das Ganze zunächst auch erstmal im großen Bild. Kurzer Augenblick: Kandor Yen. Suche ich mal raus, ob wir es schon haben. Schweizer Franken haben wir da. So, Kandolar-Yen scheint noch nicht da zu sein. Heißt also hier machen wir neu auf. Kandolar-Japanischer-Yen. So, Moment. Einen neuen Chart hier an dieser Stelle. So, da haben wir es. Der Blick in den Tageschart folgt natürlich entsprechend sofort. Ein Augenblick haben wir da. Zack. So. Also, hier. Hoppala. <laughs> Ich wundere mich immer wieder. Ich habe mir vor geraumer Zeit mal die Charts so eingestellt, dass alles in Farbe kommt, weil es einfach schicker aussieht. Aber ähm, der Stereo-Trader tat mir hier nie den Gefallen, das auch zu speichern. Äh, jetzt hat er sich mal dazu entschieden, das zu machen. Gut. Haben wir heute mal bunte Bilder hier im Kandalayen? Auch hier sehen wir sehr, sehr schön den laufenden Aufwärtstrend. Und wir sehen auch eines sehr, sehr schön. Und das ist wirklich ein Zeichen von Stärke. Dieser Bereich hier um die knapp 82 ist mittlerweile kein Widerstand mehr, sondern ein Supportbereich. Und das ist hochinteressant, denn sollte es hier zur Trendfortsetzung kommen, also laufen wir hier über das Trendhoch drüber, über dieses Hoch, was wir hier oben gehabt um die 82,70, haben wir weiteres Aufwärtspotenzial. Wir sehen hier ist kaum was, was aufhält. Das heißt, wenn wir dort tatsächlich oben drüber fliegen, ist der Weg erstmal frei hier in Richtung äh, 84, 75. Da ist noch sehr viel Luft zur Oberseite hin. Das ist interessant und da macht es jetzt hier an dieser Stelle auch mal Sinn, dass man sich die kleineren Zeiteinheiten anschaut, weil wenn man einfach mal schaut, was hier. Alleine am Potenzial aus der letzten Korrektur da ist, da sehen wir, dass der Markt hier noch lange nicht an seiner Oberseite angekommen ist. Das heißt, da ist rein technisch mal das Potenzial locker auf die 83,25 oben rein zu sehen. Das wäre mal eine interessante Marke hier an dieser Stelle. Deswegen schauen wir uns das mal ganz kurz im kleinen Chart an. Hier sehen wir die Korrektur, hier sehen wir den Ausbruchsversuch nach oben hin. Und jetzt wäre es hier erstmal sehr, sehr wichtig, dass wir dieses Level hier oben rausnehmen, also diesen größeren Bereich hier, ähm, hier über dieses kleine Zwischenhoch oben drüber laufen, also hier an diesem Bereich, ich mache es mal kurz in Rot, dass wir hier über die 82,45 drüber laufen und dann haben wir gute Chancen, weiter oben rein zu gehen und uns dann Oben an den Swing Highs sozusagen äh, zu orientieren, das kann gut gehen. Ausbruch quasi, Fortführung dieser Situation, wenn wir hier schön den Schub wegbekommen, das wäre ein sehr, sehr bullisches Zeichen. Wichtig halt dieser kleine untergeordnete Widerstandsbereich, der muss erstmal raus, wenn wir hier jetzt Stärke reinbekommen. Hier haben wir ja Schwäche gesehen, hier auch wieder Schwäche, hier brauchen wir jetzt Stärke, dann geht es nach oben. Bildet sich allerdings hier ein Gegentrend aus diesem Widerstand raus, dann müssen wir erstmal die Unterseite anlaufen und das heißt in unserer Sicht, hier entsprechend runter unter die 8231 müssen wir erstmal runter gehen und da hätten wir hier Sage ich mal den großen Schwungbereich, den wir hier in den Drehbereich haben. So irgendwas zwischen 82,30 und 82, naja, 22, 23 hier, als der große Schub nach oben kam. Das wäre erstmal kurzfristig der Anlaufbereich. Und dann vielleicht die nächste Attacke zur Oberseite. Sehr schön gesehen. Ich hoffe, es hilft. So, das ist kan Dollar Yen. Ähm, dann schauen wir mal, haben wir noch weitere Währungen. Währungen haben wir keine mehr. Heißt, wir schauen jetzt nochmal kurz auf den Dow Jones. Der ist ja auch ähm, sehr, sehr stark wieder unterwegs. Peaks. notiert mittlerweile, wir sehen es hier im Tagesschatt, deutlich über dem alten Allzeithoch und er hält sich sehr stabil oben drüber, hier auch mal kurz der kleine ähm, Dreh oben rein hier an dieser Stelle, schön weiterer Aufwärtstrend, also hier ist wirklich alles sehr sehr gut intakt, das heißt wir sind weiter zur Oberseite hin unterwegs, wen das interessiert äh, zum Thema, wie schaut es denn aus wenn der Markt doch mal korrigiert, kann ja passieren, hier liegt alles so extrem eng aneinander, ähm, da kann das immer mal relativ flott gehen und das oder die Tatsache, dass hier alles so extrem eng aneinander liegt, äh, kann halt dazu führen, dass wir mal einen Flottenrutsch nach unten bekommen. Nächster größerer Auffangbereich wäre hier das Level um die 31.125, also dieser größere Bereich hier an dieser Stelle. Ansonsten ähm, ganz klar im kleinen Intraday-Bereich sollten wir hier um die 1000, äh, um die 31.240 unterstützt sein. Fallen wir hier unter diese Stundenkerzen bei 31.425, dann erstmal so ein bisschen Korrektur, Anlaufpunkte hier, die Zwischentiefs, die wir haben, wir sehen es hier an dieser Stelle, das Low hier unten drinnen um die 31,350 bzw. dann sind wir schon hier unten um die 31,240, dieser Drehbereich bzw. hier das kleine Zwischentief um die runde Marke von 31.200. Also da ist ein bisschen was da, was man nehmen kann zur Unterseite hin, auf alle Fälle rein. Was hier an dieser Stelle gesehen werden muss, ist einfach, wenn man das im kurzfristigen Bereich einfach mal eben in den Kontext zum Tageschart setzt. Wir haben jetzt hier die Stunde angeschaut. Schaut mal, das ist nicht viel. Das ist ein Test unten rein, Richtung der alten Ausbruchslevels. Mehr ist es nicht. Also da könnten wir durchaus einen kurzfristigen Rücksetzer sehen. Der wäre aus trendiger Sicht überhaupt nicht schlimm im gegenteil das wäre sehr sehr positiv und wenn wir dann am alten ausbruchslevel wieder stärker reinbekommen was haben wir dann genau wir haben dann den fortgang des trends das heißt hier an dieser stelle haben wir dann nur eine korrektur und dann haben wir den neuen trend da denn wir sind ja jetzt auf tagesbasis einfach nur massiv nach oben gelaufen und mich würde es wirklich nicht wundern wenn wir ein bisschen korrektive phase bekommen vielleicht in der zweiten wochenhälfte äh, und dann nach oben zu drehen wieder in der nächsten Woche. Also hier schaut man das, der starke Gegenmove. Und wenn wir jetzt tatsächlich Korrektur bekommen sollten, wäre das wirklich nur eine Gegenbewegung. Und wo wir dann auch immer rumdrehen, sobald wir hier oben drüber laufen, haben wir dann den nächsten Trend oben rein. Und das wäre dann auch ein sehr, sehr bullisches Zeichen. Also da bleibe ich sehr, sehr optimistisch sozusagen, was hier die Longseite entsprechend angeht. Gut. Das war's. So, und jetzt haben wir noch die Knock-Frage und zwar Euro Knock und Dollar Knock. Da gehe ich natürlich auch gleich mal mit rein. Nehmen wir uns gleich mal das Fensterchen hier und zwar Euro Knock haben wir hier zack einmal reingezogen. So, da haben wir's. Mache ich mal ganz kurz in groß hier rein. Geh mal flott auf den Tageschart rauf. Kurzen Augenblick hier. Heißt also sehen wir sehr, sehr schön am Tief hier unten drinnen. Hier Supportbereich, sehr schön gesehen. Sehr, sehr schöne Frage hier an dieser Stelle. Also das heißt auch hier ganz klar, die Verortung im Abwärtstrend und hier ist jetzt natürlich die Frage, wie geht es hier unten weiter? Bricht es unten durch? Heißt das Trendfortsetzung von dem, was wir hier sehen? Und dann heißt es halt an dieser Stelle auch nach unten. Potenzial, ja, wie weit? Wir sehen ja, dass der Markt hier diese Korrekturen immer wieder gerne unten drauf spiegelt. Wenn wir das mal ganz kurz von hier sehen und das unten dran setzt, wo sind wir gelandet? Schön unten. Und wenn wir hier das gleiche Spiel wieder wiederholen und mal schauen, wo das Potenzial liegt, unten ranzusetzen. Dann sehen wir, dann kommen wir schon relativ gut hier unten in diese Bereiche rein, in diese Supportbereiche für die Planung. Also hier das Level, was wir da unten haben, um die Marke von äh, was haben wir hier unten? Kurz einen Augenblick, ziehen wir mal kurz noch eine Linie rein. Also, wenn es hier zum Ausbruch nach unten kommt, ist der Weg nach hier in dieses Drehlevel unten um die, was haben wir hier, 880, äh, 89 bis oben rein, in die 99. Das wäre mal ein interessanter Anlaufbereich. Schön hier zur Unterseite durch. Das wäre spannend. Wenn es zum Abprall kommt, dann müssen wir uns ein bisschen auf der Oberseite orientieren. Das heißt, hier zum Zwischenhoch, beziehungsweise diesen Ausbruchbereich hier grob um die 10,49. Da ist einiges da, schöner Spannungsbereich. Bruch nach unten, eher Richtung 89, 99, Abprall, erste Mal hier wieder. Richtung 10, knapp 50 zur Oberseite hin. Und dann schauen wir uns das Ganze mal noch äh, im US-Dollar-Nock an. Den haben wir natürlich auch immer wieder äh, mal als Frage da. Schöne Nebenwirkung äh, bzw. Nebenwerte hier sieht es genauso aus wie ähm, gerade im Chart vom ähm, Neuseeland-Dollar im Euro zusammen. Das Ganze hier mal gesehen. Nicht wundern. Die Zeichnungen im Metatrader bleiben immer drinnen an den entsprechenden ähm, Werten, aber auch hier. Kann ich es einfach mal machen? Schaut es euch an. Wir sind hier unten genauso wie gerade im Euro in einem wichtigen Support-Level. Hier das Support-Level im us dollar noch allerdings noch deutlich stärker, weil wir hier schon im Langfristbereich hinten drinnen in einem sehr, sehr wichtigen Bereich unten angekommen sind. Hier muss man aufpassen. Sollte der tatsächlich auch nach unten wegbrechen, dann ist das Potenzial noch viel, viel größer. Denn hier muss ich mal auf die Woche umschalten, denn dann sind wir schon im Wochenchart. Und dieser Bereich hier, wenn der tatsächlich abverkauft wird, schaut mal wie wichtig der ist, dann kann ordentlich Druck zur Unterseite kommen und dann sehen wir uns halt damit konfrontiert, wo es hier weitergeht. Das heißt, nächstes Anlauflevel hier auf der Wochenbasis ganz klar und deutlich unten um, das Mar um die Marke hier, da haben wir es um, um die 809, da ist viel Potenzial zur Unterseite da, wie schon gesagt, wenn sich der Wochentrend fortsetzt und momentan ist es halt wieder die Schwäche, die diesen Abwärtstrend befeuert. Dann der Weg nach unten frei. Danke für diese Frage und damit wären wir äh, zumindest jetzt für die Morgen-Session durch. Danke für die Zeit hier. Ich wünsche allen erfolgreiche Trades. Der ein oder andere mag vielleicht am Nachmittag zuschauen äh, in der Live-Diskussion hier äh, über den Zoom-Kanal. Da freue ich mich auch drauf. Da hat auch jeder die Möglichkeit, die ein oder andere Frage zu stellen. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Gutes Trades, bitte einen Plan machen, den Plan dann traden. Und wir sehen uns morgen früh wieder in äh, ja, um 8.30 Uhr hier live und exklusiv bei Tickmill auf, auf nicht auf YouTube, auf Zoom und auch auf Facebook. Das YouTube-Video stelle ich in Kürze gleich hoch. Also bis morgen und danke fürs Zuschauen. Bye bye.